Hey ho Leute und herzlich willkommen zu Tag Nummer 23 auf dem Server W7 International. Ich habe ja eigentlich gesagt, es wird heute kein Video geben und wenn, dann nur was zu den Pets. Aber wir müssen den Terminplan umschmeißen. Für mich ist das irgendwie dann doch ganz gut, dann kann ich nämlich ordentlich Druck ablassen. Es ist ja nicht das erste Mal diese Wochenende, dass ich ordentlich Druck ablasse. Denn es gibt irgendwie komische Nachrichten. Auf dem Server oder auf den japanischen Servern ist das Event für morgen abgestellt. Die japanischen Server sind hier 8 Stunden vor uns. Und auf denen ist das Osterevent aus für morgen. Kann jetzt natürlich sein, dass die Japaner am Montag kein Oster feiern dürfen oder dies oder das. Aber bevor ich morgen hier ohne Epic-Kleidung stehe, werde ich blättern. Weil ich hatte das nämlich heute schon die ganze Zeit im Gefühl, die Leute in der Gilde werden wissen, was ich meine. Ich habe mich schon mehrfach gefragt, ist das denn sicher, dass das morgen noch ist, das Event dies und das? Und das konnte ich mir jetzt echt nicht geben. Und bevor das Event dann morgen nicht mehr ist, muss ich jetzt leider Hashtag ballern. Also für alle, die das Video noch sehen, bevor es 24 Uhr wird, ihr müsst weiter Hashtag ballern. Alle weiter ballern. Könnte natürlich ein Fehler sein, dann habe ich einen Tag verspielt, ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich halte es jetzt auch eh nicht mehr aus. Und wir werden jetzt mal kurz den Plan hier offerieren, was wir auf Server 36 machen werden. Wir werden hier das hier ausfüllen, das hier ausfüllen, das hier ausfüllen, das können wir nicht ausfüllen hier. Das hier ausfüllen und das hier ausfüllen. Dann werden wir nochmal hier in Epic, wenn wir eins finden, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Und ansonsten, wenn wir noch irgendwelche Epics hier finden, werden wir die auch austauschen, das Inventar hier voll mit Epics machen und dann sind wir gewappnet. Wir werden dann noch ein Epic im Laden lassen. Dann werden wir hier noch ballern, hier den scheiß Schwarzschädelkrieger, den sollten wir auch ballern, wegballern. Und wir werden jetzt auch noch nach Tränken gucken, wir haben ja noch, die laufen zwar schon ein bisschen länger, aber wir können da noch weiter gucken. Alles klar, dann legen wir jetzt mal los, nicht mehr lange labern. Ich habe auch schon anderen Gilden Bescheid gesagt, dass es jetzt wahrscheinlich zu Komplikationen kommen könnte. Wenn das vielleicht morgen abgestellt wird. Und in der Gilde hat es jetzt dann auch schon ein riesengroßes Gerappel gegeben. Wegen der anstehenden vielleicht nicht mehr Eventvorhandenhaftigkeit. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr versteht überhaupt nicht, was ich meine. Ich rede gerade ganz komisch. So, ein Epic wäre ganz nice. Wir fangen nämlich erst im Zauberland an, wir wollen erstmal die Turm-Leutchens hier ausstatten. So, Gold sollte genug sein, ich habe ja noch genug angespart. Filz sollten auch reichen. So, hier, brauche ich noch einen Ring? Irgendwo? Nö. Nö, dann nehme ich den noch nicht. Ich brauche noch einen Schmuck. Hals, den brauche ich, den werde ich auch kaufen. Den kaufe ich erstmal. Ob der jetzt in meinen Krieger geht oder wer braucht noch einen Hals? Der Magier, mal gucken. Kommt drauf an, was da jetzt noch für Epics kommen. Sehr geil. Ansonsten legen wir aktuell hier die Raids. Ihr wisst es ja, ihr wisst ja Bescheid. Vielleicht, Leute, werde ich vielleicht schon nächste Woche einen neuen PC haben. Das fand ich neu, das ist ein PC von meinem Kollegen, der in der Armee verkauft. Der ist aber 20 Milliarden mal besser. Und das ist echt mein Teamspeak, was hier gerade Geräusche macht. Finde ich gerade ein bisschen unnötig, weil die Leute gerade im Teamspeak wissen, dass ich aufnehme. Und das finde ich jetzt ein bisschen affig. Naja, egal. Gehen wir weiter. Hier. Hals. Dann kriegt mein Magier den Hals hier. Dann habe ich hier schon mal fertig. Dann brauche ich noch Schmuck. Nur noch zwei Schmuckstücke, ne? Alles klärchen. So, gucken wir mal Post. Ja, da habe ich mit dem Freeze geschrieben, den habe ich Bescheid gesagt, dass ich, dass das Event vielleicht morgen vorbei ist, dann hauen wir nochmal Stadtwache rein und vielleicht holen wir die nochmal vor 12 Uhr ab. Würde ich auch jedem empfehlen, wer das noch machen muss, bitte abholen. So, da sind wir wieder. Ich bin jetzt aus dem TS gegangen. Das muss ja nicht sein, dass irgendwelche Leute Geräusche machen, während ich hier aufnehme. So, was haben wir hier? Den nehmen wir auch noch mit. Wie lange hält der? 29.07. Und jetzt nehmen wir nur noch welche ohne Pilze mit, würde ich sagen. Oder, ach, komm. Wenn das gerade schon so schön hier im Dreierpaket kommt, dann ein Hals. Den brauchen wir nicht, der hat keinen Sockel, aber den würde ich gerne nehmen, wenn er Sockel hätte. Ah,
Ach ja, und natürlich nehmen wir die ohne Pilze mit. Das ist natürlich eine ganz klare Logik. Ach Mann. Ja, gut, dass da eine Sperre drin ist. Einen Ring brauchten wir nicht, ne? Ring, Ring, Ring of Monire. Nein, brauchen wir nicht, alles klar. Dann machen wir mal weiter hier. Boots, Boots. Ja, den nehmen wir mit, der kostet keine Pilze. Boots, Boots, Boots. Ich freue mich eher auf den Waffenladen. Vielleicht nochmal eine neue Epic-Waffe oder so. Und ein Osterkorb, den nehmen wir mit. Damit, dann brauchen wir nur noch ein Schmuckstückchen. Wenn wir keinen Hals mehr finden, dann ist auch egal. Dann nehmen wir die alle Attributskette für den Krieger. Also für mich. So. Wir machen jetzt einfach mal alle Extreme. Zack, zack. Da ist Halskette 140. Die ist besser als die, die wir anhaben. Das heißt, nehmen wir auch. Was besser ist, nehmen wir. Sonst brauchen wir keinen Hals. Ich vergesse das die ganze Zeit. Ich habe ein Gedächtnis von einer Eintagsfliege. Keine Ahnung. So, jetzt bräuchten wir natürlich... Erstmal tun wir die 140er Kette rein und sockeln die. Damit wir Platz im Inventar haben. Dann kommt das hier weg. Und dann kommt der hier rein. So. Der kommt auch rein. Ein Backstage Pass. Wir brauchten Schmuck. Okay, Backstage Pass interessiert uns nicht. Schmuck, 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 Schmuck. Schmuck, Schmuck, Schmuck. Oder Talisman. Wie auch. Also jeder nennt es anders. Ich finde das ganz interessant. Viele Leute. Hals. 138 brauche ich nicht. Hals. 138, 137 brauche ich nicht. Schmuck. Da ist er. Mit Sockel. Ist der besser? Ich glaube, der ist besser, oder? Dann, blätter ich mal weiter nach einem. Vielleicht finden... LOL! Was ist denn mit den Hassus-Halsbändern? Das waren 4 Hassus-Halsbänder in 10 Pilzen. Und die brauche ich alle nicht. Die will ich nicht. Ich will ja im Waffenladen blättern. Weil da kriege ich mehr... Jetzt macht mein Kater hier auch noch Theater. Verschwinde, ich bin am Aufnehmen. Was wollt ihr? Wollt ihr mir eigentlich alle auf den Sack gehen in der Aufnahme? Geht arbeiten oder... Okay, heute ist Ostersonntag. Geht nicht arbeiten. Ah, ein Schmuckstück und das ist definitiv besser. Hier, dankeschön. So, das ist das, was ich wollte. Damit sind jetzt die Begleiter voll ausgerüstet. Außer jetzt hier, der braucht noch eine Waffe. Und sonst... Warte mal, fehlt hier jetzt immer noch ein Schmuckstück? Ach, das kriegt die Kunigunde, genau. Das passt doch. So, jetzt sind wir voll ausgerüstet. So, und der Rest geht jetzt im Waffenladen. Da werden wir jetzt auch blättern. Aber hier kann ich jetzt blind blättern. Und nichts überblättern. Ah, Handschuhe. Die brauche ich nicht, oder? Der Krieger braucht nur... Ja, der braucht keine Handschuhe. Alles klar. Dann mal weiter blättern. Zack, zack. Gürtel brauche ich auch nicht. Ja, wie wär's denn mit Sockeln? Fände ich ganz cool eigentlich. Ja, das Einführen von den Sockeln war schon eine geniale Sache. Es ist halt, Sachen ohne Sockel sind eigentlich nur fürs Klo gedacht. Ein Schild, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das kostet nämlich eh keine Pilze. Das kostet nie Pilze. So, top. Dann haben wir hier schon mal eine Verbesserung. Und dann geht's weiter mit den eisernen Boxhandschuhen. Ich glaube, die hat man noch nicht MSA. Hat man die? Hat man die? Hat man die oder nicht? 136, die habe ich jetzt einfach mal so gekauft. Die brauche ich eigentlich gar nicht. So, dann machen wir hier nämlich mal einen Stärkesockel rein, damit wir Platz im Inventar kriegen. Und 167 Stärke nehmen wir auch mit, hat auch mehr Rüstung, nehmen wir auch, zack. Welchen Sockel nehmen wir da? 170, nehmen wir den, zack. Und dann haben wir hier was im Inventar. So, wir brauchen jetzt noch eine Waffe für den Krieger. Eine Epic-Waffe, ist egal welche, ob Glück oder nicht. Es ist nur wichtig, dass es eine Epic-Waffe ist. Absolut egal, ob Sockel oder nicht. Wenn sie besser ist, ja, den Panzer des Hedonisten wollen wir ja nicht. Und danach, nach dem Event, kann man dann richtig chillig spielen hier. Ich freue mich schon. Ich freue mich eher auf chillig spielen als auf ballern. Ballern ist geil, aber wenn man dann ausgeballert hat, ausgeböllert, ausgebumst, ihr wisst schon, was ich sagen will. Ballern ist in aller Munde der schickste Fidget-YouTuber-Welt und das finde ich sehr, sehr gut. Ein Business-Move von Extreme und mir übrigens. Ja, das wollen wir natürlich, dass wir in aller Munde sind. Natürlich, Hashtag abgehoben auch. So, jetzt kommt aber lange gar nichts. Was soll denn die Kacke? Hallo? Wie sieht das Event jetzt schon aus?
weil ich das gesagt... Ah, ja. Und den nehmen wir auch mit. Jetzt hat man so langsam keinen Platz mehr im Inventar. Da werden wir doch mal hier den Stärkestein verkaufen. Scheißen wir drauf. Da werden nämlich Ausdauersteine rein müssen, weil ich brauche Ausdauersteine. Ich habe nämlich zwar durchgesucht die ganze Zeit, aber keinen einzigen Ausdauerstein gefunden. Ja, Gildenkampf ansehen. Ach, das ist der Raid gegen... Der 20. Raid ist das, glaube ich. Der lag easy peasy. Da wird der nächste auch gleich direkt gemacht. Oder nicht gleich direkt, sondern direkt dahinter geballert. Das heißt, wir haben jetzt 20 Raids. Erste Gilde auf dem Server. Und es wird wahrscheinlich auch weitergehen, wenn die ganze Gilde so weiterballert. Boah, ballert ist ein echt schlimmes Wort geworden. Halt die Klappe, Kater! Mein Gott. So, 139 aller Attribute... Brauchen wir auch nicht. Weiter geht's. Ich brauche eine Epic-Waffe. Und dann holen wir jetzt nur noch Random Epics. Und wir brauchen natürlich einen Taschenplatz frei. Und das erblättern wir uns auch dann noch, das Epic dafür. So. Lass mal knacken hier. Da ist eine Glückswaffe. Die nehme ich. Wie gesagt, ich nehme jede Waffe, wie ich das haben wollte. So. Dann ist der jetzt voll ausgerüstet. Das kann alles ins Klo. Das kann alles ins Klo. Das kann alles ins Klo. Das hier kann alles ins Klo und das hier kann alles ins Klo. So, und dann wird jetzt noch mal im Waffenladen weitergeblättert nach Items, die ich entweder ins Klo schmeiße oder in den Char stecke. Kommt ganz drauf an. Wir brauchen Ausdauersteine gleich dann. Entweder ein oder zwei, müssen wir mal gucken. Werde ich überspringen. Ein Glücksschild, das nehmen wir, das kostet mich keine Pilze, das finde ich ganz gut. So, dann kommt hier, warte mal, wie viele Ausdauersteine brauchen wir? 2. So, dann kommt der hier weg. Ein Glücksepic noch. Wir müssen erst Ausdauersteine suchen. So, hier kam Intelligenzstein raus. Das interessiert mich nicht. So, dann kommt jetzt hier Edelsteinmine. Kostet mich noch 3 Pilze. Sehr günstig geworden, der Müll hier. Weil ich halt mein Edelsteinmine noch auf 1 habe. Und die werde ich jetzt bald erst ausbauen. 158 tun wir mal rein. So, dann brauchen wir noch einen. Ich bin ja ein Befürworter der 5-4er-Strategie. Ein Stärkestein, ist der irgendwo besser? 163, 160, 157, 161. Machen wir hier. Und wieder überspringen. Wieder ein Stärkestein. Wo ist der jetzt hier besser? Wo war denn nochmal? Ich hatte doch noch irgendwo einen 150er-Stein, oder? Hatten wir nicht. Dann kommt er in den 160er-Slot. So. Hier. So. So. Überspringen. Nein, ich brauche einen Ausdauerstein, Mann. 5-4 ist, glaube ich, gut. 5-4 mag ich beim Kriegen, ja? 5, also 5 Stärkesteine, 4 Ausdauer. Ja, lecco mio amore. Und deswegen, weil man so viel Pech dabei hat, möchte ich meine Edelsteinmine noch auf 1 lassen. Aber bald werde ich sie jetzt hochziehen, so langsam. Weil jetzt bleiben die Items auch länger. Mann, wer braucht denn Geschicksteine? Ich aktuell noch nicht. Ich kann noch nicht in den Turm, du. Ja, ein toller Stärkestein. Den werde ich überhaupt gar nicht benutzen können. Jetzt kommt natürlich, wird einer in die Kommentare schon, du kannst sie ja für den Turm benutzen. Aber guckt euch mein Inventar an. Bis die Turmgegner, Turmfreunde hier. Alter, wie viele Pilze ich für einen Ausdauerstein rausballern muss. Ich will, ist mir auch egal, welche Größe, aber ich will... Okay, wir lassen es sein. Ich habe die Schnauze voll. So, wir werden jetzt hier ein Epic... Ne, das ist der falsche Laden. Wir wollen hier hin. Zack. Ein Epic noch, bitte. Oder 2 brauchen wir. Aber das eine ist für 0 Uhr. Das wird gekauft, bevor 0 Uhr wird. So, noch ein LED-Schild. Alles klar. So, dann haben wir hier noch 167er Stein. Der kommt dann bitte hier rein. So, und dann gehen wir jetzt in den Dungeon. Ich denke, ne, wir werden erstmal das Gold skillen, aber nicht alles. Stärke, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Ausdauer. 155, so, dann noch ein bisschen Stärke. Bisschen Glück noch, da haben wir auch nicht so viel. So. Auf 40% machen wir das. 40. So. Ach, ein zu viel.
unbefriedigend. Und dann machen wir jetzt mal hier den Typen, der sollte. Ja, der fällt da. Ja, der fällt auf jeden Fall jetzt gleich. Da liegt er auch schon. 137. So. Danach kommt hier der Nachtroll, der ist ja nicht wesentlich stärker und liegt auch sofort. Und da bekomme ich jetzt die schwarz-gelbe Schreckensmaske. Hiernach kommt jetzt der Panther. Den würde ich wahrscheinlich auch noch schaffen. Ich glaube, dann verkaufe ich mal hier so ein Schild, oder? Den würde ich auch schaffen. So, Schreckensmaske auch. Und dann wird hier geballert. Aller Extrem wird hier jetzt nochmal hier ordentlich ins Maul rein ge... Was macht man denn ins Maul rein? Weiß ich nicht, ich will da gar nicht drüber sprechen. Hier wäre jetzt, glaube ich, ein Ausdauerstein mehr besser. Aber hier kommt es eigentlich nur aufs Glück an. Ja, da war ein guter Versuch bei. Machen wir noch 30 Versuche. Wenn... Oder? Da geht doch. Alles klar, Level 140. So. Hexe will heute Kopf, das heißt, machen wir nicht. So, hier kommt jetzt der Menschenfresser. Hier brauche ich jetzt eine neue Waffe. Ich glaube, ich kann schon 280 Stärke. Wobei, da ist jetzt das Epic eigentlich... Die Waffe ist schon geil. Wenn ich die jetzt reinpacke, dann kommt die hier rein. Die kommt weg. Ne, da kommt ein Kopf rein. Genau, ein Kopf. Ein Kopf wird verkauft für die Hexe. So machen wir das. Dann gibt der hier 81.000. So, dann brauchen wir nämlich jetzt einen Sockel. Ausdauer oder Stärke? Ausdauer. So, wir haben 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier jetzt der Ausdauerstein rein. So. Und dann werden wir jetzt mal gegen den Menschenfresser ran. Zack. Jetzt fehlt natürlich ein bisschen Crit. Dafür haben wir aber eine bessere Spanne. Und ich glaube, ja, der wird auch gleich fallen. Machen wir nochmal ein bisschen mehr Geballere hier, bevor es dann am Event hier daran scheitert. Wir können ein bisschen Glück skillen, glaube ich, noch. Machen wir noch ein bisschen. Auf jeden Fall. Auf 37%. Ja. So, 37%. Und dann Hashtag ballern. So, ich habe zum Glück nicht so ein lautes Tattoo-Weg-Stream. Ich kann mich noch im Stream erinnern, wie alle gesagt haben, das nervt mich. Wenn nicht, probieren wir gleich mal die andere Waffe aus. Wobei, dafür haben wir gar keinen Inventarplatz mehr. Komm schon. Die Tries sehen nicht so gut aus. Ich glaube, hier ist Schluss, oder? Oder liegt's echt an... Oder soll ich die Epic-Waffe reinpacken? Die Tries sehen alle kacke aus. Ja, der war gut. War... 2400 Pilze vielleicht noch. Ich finde nicht, dass die Tries besser aussehen. Okay, wir machen noch ein paar Versuche mit der Epic-Waffe. Machen wir das mal so. Stopp, hallo hier. So, die machen wir rein. So. Und dann machen wir jetzt nochmal ein paar Ein paar Versuche gegen den Menschenfresser mit der Epic-Waffe. Mal gucken, ob die besser wirkt. Die Tries sehen nicht wesentlich besser aus. Und da liegt er. Easy peasy. Alles klar, okay. Dann kommt jetzt der Drago der Sümpfe. Und da habe ich gehört, soll der ekelhaft sein. Der Toyboy soll den nicht geschafft haben. So, den werde ich jetzt mal kurz mal angucken hier, der Toyboy. Der ist 143, hat ein Dungeon mehr als ich, alles klar. Hat 300.000 Leben mehr als ich. Hat mehr Stärke, weniger Stärke. Mehr, also eigentlich dürfte ich ihn nicht schaffen. Also ich dürfte ihn auch schaffen, eigentlich. Ich habe halt nicht so viel geskillt wie er. Lassen wir mal die Epic-Waffe drin. Tun wir... Ah. Wie gesagt, wir werden jetzt hier nochmal ein bisschen ballern, weil danach ist erstmal sowieso erstmal Bremse. Also Bremse für mich. So, nehmen wir jetzt mal die Stärke-Waffe. Vielleicht ist die besser. Was ändert die eigentlich? Leben bleibt eigentlich... Gewinne ich nur ein bisschen Waffenschaden. Und verliere Crit, deswegen lasse ich das mal. Lass die Waffe drin. Und dann wird hiermit jetzt noch geballert auf 2300 Pilze runter. Danach ist Schluss.
Aber ich glaube, die Tries sind alle richtig eklig, wenn ich das so sehe. Lohnt es sich jetzt, Intelligenz zu skillen? Weiß ich nicht. Ein Epic will ich mir noch kaufen. Wir holen uns jetzt nochmal hier ein paar Intelligenzpunkte ran. Ein bisschen viele. Aber wenn der nicht fällt, ist auch nicht schlimm. Alles klar. So. Ausdauer vielleicht noch ein bisschen. Macht der Ausdauerpunkt was aus? Mal gucken. Ausdauer, ich denke, Ausdauer macht ein bisschen mehr aus. Ist generell. Oh, jetzt habe ich zu viel Gold ausgegeben. Das heißt, der muss jetzt liegen für ein neues Epic. Oder der liegt und dann gibt mir das letzte Epic, was ich haben möchte. Ah, da war knapp. Ja, der könnte liegen. Komm, fall um. Fall um. Fall um, fall um, fall um, fall um. Ja, ich weiß nicht, ob die. Ah, da liegt da. Alles klar. Zwei Pilze vor Maximum liegt der liebe Drago der Sümpfe. Das heißt, wir sind jetzt hier überm Toyboy, glaube ich, ne? Der Toyboy ist Stufe 143 und wir haben gleich viele Dungeons. Das finde ich sehr, sehr gut. Also natürlich aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Sehr, 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 sehr schön. Alles klar. Hashtag Ballern, 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 würde ich sagen. So. Damit bin ich jetzt einer der besten Krieger auf dem Server. Das ist echt wahr. Vonda ist über mir. Toyboy ist ganz knapp unter mir. Der macht wahrscheinlich jetzt noch Alu. Lele. Ukain-Cowboy. Kamul. Und dann komme ich. Und danach kommt. Okay, Stars hat heute auch noch ein bisschen geballert. Der hat aber keine Tränke mehr. Den werden wir erstmal jetzt angreifen hier. Und besiegen. Sehr schön. Alles klar. So. Ich habe heute geballert. Wir werden jetzt. Okay, wir werden jetzt noch unter 2300 Pilze gehen und uns ein letztes Epic abblättern. Und das werde ich auch direkt kaufen, damit ich es nicht vergesse, falls ich heute irgendwie weggehe. Und dann nichts fürs Klo habe morgen. Das werden wir jetzt noch abblättern. Und dann ist vorbei. Alles klar. Das hier wird gekauft. Butz. Und damit ist mein Inventar voll. Ballern ist für mich vorbei. Die letzten Gold werden jetzt auch verskillt. Und dann gehen wir jetzt nochmal ins Portal und gucken, was wir da jetzt mitreißen. Wir waren heute nämlich noch nicht im Portal. Gestern habe ich 4% geschafft und heute sind es schon 4% mehr wieder. Alles klar. So, im Gildenportal schaffe ich 3 Millionen. Auch hier geht's voran. Ich werde hier angezeigt. Finde ich sehr toll. So. Das war's erstmal. Ich habe jetzt noch 2264 Pilze und damit wird auch sparsam umgegangen. Ich habe hier alles gemacht. Alle Epics erblättert. Ich kann ewig ins Klo schmeißen. Ich habe. Ja, alles laufen, SA ist voll, die Gilde läuft. Und am Freitag wird es eine Analyse geben. Freitag oder Samstag eine Serveranalyse. Und da möchte ich mich natürlich noch in die Top 30 prügeln. Einer der Top-Krieger bin ich bereits. Das hat sich schnell gewendet, das Blatt. Also vor ein paar Tagen wäre das nicht so gewesen. Aber wenn man einmal losballert, dann ballert man ordentlich. Ja. Guckt auf meine Endkarte, da könnt ihr noch zu den anderen Videos kommen. Auch zu Extremes Video, wie er da ballert im Stream. Er wird auch noch ein paar Videos hochladen. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Rest-Ostersonntag, einen Rest-Ostermontag. Vielleicht morgen noch mit FIFA-Revent. Aber bevor es morgen nicht kommt, mache ich es lieber heute. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao!